Sepp Herberger sagte einst, das nächste Spiel ist immer das schwerste Spiel. Dies trifft vollumfänglich auf das letzte Saisonspiel des VfL gegen Hertha BSC zu. Natürlich wollen die Fohlen einer bis dato großartigen Spielzeit mit einem Sieg am Samstag und der damit verbundenen Champions League Qualifikation die Krone aufsetzen. Wir wollen unbedingt diese Champions League, ganz klar. Es waren jetzt sehr spannende Wochen. Es wird nochmal ein sehr spannendes Wochenende am nächsten Samstag. Aber das Ziel ist klar. Wir wollen diese Champions League. Derzeit bereitet sich das Team von Marco Rose akribisch auf diese Aufgabe vor. Personell verändert sich voraussichtlich wenig im Vergleich zum Sieg in Paderborn. Einzig Nico Elvedi steht nach abgesessener Gelbsperre wohl wieder zur Verfügung. Leider werden sich die beiden bisher feststehenden Abgänge Fabian Johnson und Tobias Strobel mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf dem Platz verabschieden können. Aber natürlich wünschen sie den Kollegen den maximalen Erfolg. Ja, es wäre natürlich ein schöner Abschluss und natürlich würde ich mich dann auch umso mehr freuen, wenn ich dann Dienstag, Mittwoch Fußball gucke und die Jungs da über den Platz laufen sehe. Wäre natürlich überragend. Ich hoffe, dass wir das auch irgendwie nach Hause bringen. Ich hoffe, dass wir das am Samstag den Deckel drauf machen, dass ich nächstes Jahr oder nächste Saison dann die Mannschaft in der Champions League sehe und würde ich mich sehr freuen, wenn ich Dienstag und Mittwoch den Fernseher anschalte und die Jungs sehe. Ausführliche Berichte zu den beiden langjährigen Borussen zeigen wir in den kommenden Tagen bei Fohlen TV und unseren Social Media Kanälen. Eine ganze Reihe Abschiede gibt es ja auch bei Borussias U23. Wir haben in den vergangenen Tagen darüber berichtet. Inzwischen ist auch offiziell bestätigt, was eigentlich schon jeder wusste. Die wegen der Corona-Krise derzeit unterbrochene Spielzeit 1920 in der Regionalliga West wird abgebrochen. Das hat der Westdeutsche Fußballverband an diesem Wochenende entschieden. Borussias U23 beendet die Spielzeit damit auf Platz 8. Auch die Junioren-Bundesligen der U17 und U19 sind bereits offiziell abgebrochen. Trotzdem gibt es ein paar positive Nachrichten vom Fohlen-Nachwuchs. So können wir allen Bewohnern des Fohlen-Campus, die in diesem Jahr zum Abitur angemeldet waren, zur bestandenen Hochschulreife gratulieren. Borussia U17 hat sich darüber hinaus dazu entschieden, den kompletten Betrag ihrer Mannschaftskasse an Heimatvereine der Spieler zu spenden, um diese in der Corona-Krise finanziell zu unterstützen. So wurden aus den jeweiligen Heimatvereinen der Spieler 4 ausgelost, die nun jeweils 250 Euro erhalten. Insgesamt spendet die junge Fohlenelf somit 1000 Euro aus der Mannschaftskasse. Mehr Informationen zu dieser tollen Aktion findet ihr unter www.borussia.de. Borussias E-Sportler Richard Hormes und Yannick Reinartz spielen ab heute um den Titel des deutschen E-Footballmeisters der Saison 1920. Nachdem die meisten Turniere für die restliche Spielzeit in der Saison von EA abgesagt wurden, steht den beiden Profis von Borussias E-Sports nach langer Pause der nächste große Wettkampf bevor. Wegen der Corona-Pandemie wird das Grand Final als Online-Turnier ausgerichtet. Aus Gründen der Chancengleichheit wird das gesamte Turnier im 85er-Modus ausgetragen. Alle Infos zum Ablauf gibt's zum Nachlesen unter esports.borussia.de. Chris Kramer drückt die Daumen. Die VfL Grand Finals stehen an, dafür erstmal natürlich alles Gute und riesig, dass ihr es geschafft habt. Und wir drücken euch von Borussia von Herzen die Daumen und hoffen, dass wir das Ding nach Hause bringen. Zum Abschluss noch ein Aufruf an euch. Heute vor 25 Jahren reckten die Borussen den DFB-Pokal in den Berliner Himmel. Der Startschuss für rauschende Titelpartys in Berlin und Mönchengladbach. Wie habt ihr Borussias bislang letzten Titelgewinn erlebt? Schreibt uns eure Pokalfinalgeschichten mit Fotos und Videos an fohlenecho@borussia.de und werdet mit etwas Glück Teil der Fohlenwelt.